Jawohl, Leute. Dann machen wir auch gleich weiter. Mitten im Kampf noch. Er hat noch ein bisschen Energie. Jetzt kann ich euch aber noch etwas zeigen. Und zwar mit der Linkstaste. Ach Quatsch, mit der Rechtstaste. Kommen wir hier noch in ein Menü, wo wir die Auswahl haben zwischen sanfter Tour, harter Tour und zurückrufen. Zurückrufen können wir nicht anwählen. Da würde quasi die Bestie sich zurückziehen und normalen Menschen würden weiterkämpfen. Aber mit sanfter Tour zum Beispiel schützen wir uns. Und die Attacke des Gegners zieht nur noch extrem wenig Energie ab. Dafür wird aber auch unten in unserer Energieleiste von Valvaris dieser Balken nicht erhöht für die Spezialattacke. Ihr wisst ja, wenn der Balken voll ist, können wir eine Spezialattacke machen. Mit der harten Tour allerdings nehmen wir viel mehr Schaden auf als normal. Achtung. Und dafür erhöht sich der Balken auch um einiges. Also da kann man ein bisschen spielen und ein bisschen abwägen, wann man was wie braucht. Ja, nur so als Info. Jetzt will ich ihn aber endlich mal fertig machen, die Sau hier. Haha, daneben, Freund. So. Bam, tot. Acht Erfahrung kriegt natürlich nur Yuna, weil nur Yuna als einzige was gemacht hat. Nämlich das Vieh beschworen. So, weiter. Jetzt wird's noch mal interessant. Jetzt kommt das Vieh noch mal. Also diesmal kämpfen wir ohne Bestia, sondern mit Tex. Wacke hat den Blindhieb. Und es hat geklappt. Ihr seht die kleine Rauchfahne am Kopf des Gegners. Das heißt, jetzt ist er blind. Wir machen einen Feuerzauber mit der Lulu drauf. Schockwelle hat nur eingetroffen. Gut, mit der Yuna könnten wir jetzt auch angreifen oder blocken oder was beschwören. Ich will aber nichts beschwören, sondern ich zeige euch mal, wie stark sie im Angriff ist. Süß, ne? So, da das Vieh ja, wie schon gesagt, blind ist, trifft es uns so gut wie gar nicht mehr. Yuna wechsle ich aus. Hol Titus rein. Nicht, weil er gut kämpfen kann, sondern dass er mindestens auch mal eine Aktion gebracht hat. Und wenn er nur blockt. Hauptsache, er war mal dran, denn dann kriegt er auch Erfahrung. Und so ein Garuda-Vieh bringt er immerhin schon 8 Erfahrung. Also, das sollte man sich am Anfang nicht entgehen lassen. So, jetzt ist er auch fertig. Jawohl. Weiter geht's. So, hier haben wir alles durcheinander. Mit dem Titus mache ich den Dingo. Mit dem Wacker das Flugvieh. Die Lulu tausche ich kurz gegen die Yuna aus, dass die auch mal dran war. Und Wasser beenden wir mit Blitz. Auch ordentlich Steroiden für uns Belohnung, bisschen Kohle.
Gut. Jetzt sind wir wieder hier. Und laufen zurück zum Strand. Hoppla. Oh, speichern. Oh, geil. So, herrlich. Einfach Richtung Steg laufen. Und auf die anderen warten. Na. Okay. Reden wir nochmal mit den Leuten hier. Wir bekommen auch von jedem etwas. Na. Mit dir reden wir nochmal. Boah, ein Äther ist gut. Drei Phönixfedern, auch gut. Gil. Hatte irgendjemand nicht noch ein Allheilmittel? Das Allheilmittel hätte ich schon noch gern. Verdammt. Ha, da ist es. Okay. Aufs Schiff und weg hier. Und unsere Reise geht weiter. Von der Insel Bezette zu Porta Kilika. Schwarze Haare, dicke Möpse, geiles Mädel. So, wir können uns da wieder frei bewegen. Wir könnten jetzt mit Yuna, Wacker oder den anderen Gestalten reden. Ich gehe aber zuerst unter Deck.
them fascinating clothes you're wearing. Wen haben wir denn da? Yeah! Filthy, filthy. These won't sell. All me names, not a Waka. Don't look like you got much money, either. I've no business with you. Out of me way. Who do you think you are? Laber nicht mit voll, Junge. Ich hab kaum noch Zeit. Merchant extraordinaire. Waka der 23. Don't know me? Well, not many do. Not yet. Oh Gott sei Dank. Timing perfekt. Kann speichern. So Leute, beim nächsten Mal geht's weiter. Ah, herrlich. Bis dann, euer...